Hi, schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Wie versprochen, gucken wir nochmal, ob ich beim Haus Vulkan ein bisschen was machen kann. Vorher haue ich mir jetzt noch ein paar von diesen Dingern rein, dass ich noch einmal leveln kann. Reicht das schon? Vielleicht. 10.800 brauche ich, okay. Gibt es da eigentlich eine Möglichkeit? Kann ich das nicht im Inventar machen, wenn ich beim Levelaufstieg bin? Stärke. So. Jetzt war ja die Nummer, da hinten komme ich zu diesen... zu diesen zwei Dingens. Ihr wisst Bescheid, ne? What? No. Ah, Hilfe. Aua. Zu diesen eisernen Jungfrauen. Da unten geht auch noch irgendwas, ne? War das da unten? Es war da unten. Ja. War hier noch... Und hier war auch noch ein anderer Quatsch unterwegs, oder? Oder waren nur die beiden hier? Wow! Wow, wow, okay, vergiss alles. Heiliger. Oh, will ich mir das jetzt antun? Nee, ich will nicht schon wieder in den Bosskampf. Nee. Ja, Moment mal. Hier war ja noch was mit den... Wenn ich diese... Dinger hab hier, ne? Da war doch noch was. In diesen Türmen kann ich doch noch was machen. Nun, ich würde sagen, ich muss da runter. Ah ja, okay, das war hier. Oh, okay. Da unten durch? Könnte sein. Sterbe ich, wenn ich da runter hüpfe? Hua! Ja. Shit. War das da runter? Nee. Da kann ich doch auch oben lang, oder? Ich glaube, da kann ich auch oben runter. Guck nochmal. Hey, tagsüber. Schöneres Wetter. Kann ich dann nicht auch hier irgendwie... Ich will nicht außenrum. Ah, da vorne. Ja, absolut. Ich würde auch den Doppelsprung einfach... Ja gut, aber...
Es ist auch irgendwo okay. Also es ist jetzt nicht so, dass mich das voll anpisst, aber. Ach, guck mal, da hinten ist noch so ein Aufzug in die Unterwelt. Ah, Unterwelt wäre natürlich auch noch sowas. Ah, nee. Der Seewald wieder. Junge. Hi, grüß dich. Und Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Diesmal nur fünfmal. Also nicht nur, sondern diesmal kommt er fünfmal. Dankeschön, Seval. Das ist einfach der Hammer. Musst gar nichts. Mir fällt gerade ein, ich habe noch so einen. In der Bibliothek gab es noch so einen. So ein Teleport-Kringel, den habe ich noch nicht benutzt, den habe ich gesehen. Wo war denn der noch? Bin ich dran vorbeigerannt und dann irgendwo anders entlang. Wow. Okay. Vielleicht brauche ich hier wieder meinen. Mal gucken. Nehmen wir mal mit. Sicher ist sicher. Wie geht's euch allen? Habe ich noch gar nicht gefragt heute, ne? Alles klar bei euch? Wie läuft das Wochenende? Und auf YouTube. Wie läuft euer Tag? Ah, der Zauberer mit seinem Riesenpfeil und Riesenhut. Ja, selber läuft's auch. In der Sonne gelegen, nice. Hey, wer bist du denn? Oh Himmelskugel, an die Nachtwelt weitergegeben, die Weisheit des Mondes und der Sterne und wie immer verschleiert seien die Sünden der Prinzessin. Okay. Etwas gehört auf dieses Podest. Aha. Oh. Schwimmen können wir ja nicht. Vor allem nicht mit so einer Rüstung. Ja, ich denke mal, ich renne hier gleich zum Boy mit dem Zauberbogen. Und go. Nope. Ach, er ist so einer. Oh no.
Wo ist er hin? Oh, jetzt steht er da hinten. Nee, und er hat ein Homing, eine Homing-Missile. Oh Gott, hier ist viel zu viel los. Jungs. Ja, wie machen wir das jetzt? Ha? Huh? Ihr seid seltsam. Alle miteinander. Jetzt ist er weiter oben. Der Saftsack. Ja, wir waren auch draußen Radfahren und... Also die Kleine ist vor allem Rad gefahren. Miriam, das ist eine Dame. Eine gute Dame. Oh, nee, was mache ich denn? Warum saufe ich denn jetzt? Ich sollte sie besiegen. Die gute Miriam. Wo ist er hin? Lol. Karianischer Schimmersteinstab. Okay. Wo ist die Miriam? Miriam ist nach oben weg wahrscheinlich. Jetzt wartet sie hier hinter der Ecke. Da ist sie. Alter. Oh. Nee, jetzt ist sie da hinten. Hey, Miriam, warte auf mich bitte. Kannst du... Kannst du bitte nicht? Ha? Hilfe! Oh Gott! Ey, oh nee, das wird jetzt so ein... Was ist das jetzt hier? Das ist doch Mist jetzt. Wird das jetzt hier Ringelpiez ohne anfassen? Shit! Nein! Wow! Ach komm, ey. Oh nee. Scheiße. Wie soll ich denn das machen? Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Shit. Ha. Ha. Boah, das ist ja mies. Miese Nummer. Shit.
Oh, die Miriam. Oh, und es explodiert auch noch. Nee. Oh, Miriam, ey. Müssen wir das Spiel spielen? Du hast mir doch einen Stab gegeben. Das ist doch hier so einer. Ja, okay, Mist, der hilft mir natürlich nicht. Ah, was habe ich denn noch so für Zauber? Diesen hier, Grollruf. Kann ich den hier mit? Nee. Ach so, doch, warte, so? Ja. Probier den jetzt mal aus, aber ich weiß nicht genau, was der macht, wie der funktioniert. Oh, Miriam, Miriam. Was machen wir mit dir? Ich will jetzt eigentlich da oben nicht nochmal drauf gehen, ehrlich gesagt. Ach, die gehen einfach in die Richtung, in die ich aime. Okay, in die ich ziele. Kletter doch da hoch jetzt. Ja klar, nee, nee. Miriam nicht. Oh. Oh, ne Ratte, ne Ratte. Oh, shit. Ah. Miriam, wo bist du? Da ist Miriam. Boah, nee, das macht doch jetzt absolut keinen Sinn, von oben auf sie runter zu hüpfen, oder? Ja. Nice. Tja, Miriam. Das war's wohl mit uns beiden. Warum habe ich eine schwere Rolle jetzt? Hier, die da. So geht's. Okay, Miriam ärgert uns jetzt nicht mehr. Gut. Sitzt da oben eine Ratte drauf. Da hinten ist noch eine. Da oben sind noch mehr. Nein. Und da hängt einer. Was ist denn mit ihm? Wo geht's hier weiter?
Da hinten. Der sagenumwobene Loot. Himmelssamen-Talisman. Hä, aber... Ich bin minimal verwirrt. Habe ich jetzt schon den Loot, der da oben drauf gehört, der auf das Podest gehört? Nee, oder? Ist hier noch irgendwas auf den Kronleuchtern drauf? Nee. Achso, ich kann ja hier runterhüpfen einfach. Drüben ist die Tür. War jetzt vielleicht ein bisschen zu viel. Also die Miriam, die dürfte uns ja jetzt hier nicht mehr ärgern. Selbst nach der Gnade. Ich kann mal probieren, ob ich diesen Himmelstalisman da drauf packen kann, aber das ist doch einfach nur ein Talisman, oder? Da, verstärkt FP-Regeneration von Himmelstränen. Sorry. Etwas gehört auf dieses Podest. Wow. Ah. Reicht das? Tilo! Hi! Und vielen Dank! Dankeschön! Okay. Nee, nicht hier. Ich will... Boah, wo war denn jetzt nochmal dieser Teleport? Ich habe doch einen Schlüssel bekommen von der Akademie. Warum darf ich diese Kiste nicht aufmachen? Schweinerei. Ist hier irgendwo anders noch ein Ausgang? Nee, ne? Tilo, wie geht's? Schön, dass ihr alle am Start seid, Leute. Mega. Hier darf ich eh nicht kämpfen. Die ist quasi... Darf nicht mal hauen.
wo war jetzt dieser? Da war so ein Teleportring. Ich gucke mich jetzt noch mal in aller Ruhe hier in der Akademie um, glaube ich. Ich habe das Gefühl, dass dieser Gegenstand, den ich brauche, eventuell, nachdem er jetzt nicht direkt in dem Turm zu finden war und Miriam ihn nicht hatte, vermute ich, dass dieser Gegenstand irgendwo hier zu finden sein müsste. Wo war? War das da rechts und dann wild in der Gegend rumlaufen und dann habe ich irgendwo diesen Teleport gefunden? Ich glaube ja. Uah! Versuche hier noch mal ein bisschen ruhiger durch die Gegend zu kommen. Und nicht mit so einem Sprint. Hey, wow, was ist mit dir? Ich habe schon wieder lauter Pfeile in mir stecken. Da unten war ich, glaube ich, schon. Das kommt mir bekannt vor. Noch eine goldene Rune. Was war hier noch mal los? Ja, hier. Hier sind jetzt die kleinen Boys am Start. Und ein dritter noch, oder? War hier nicht noch einer? Nee. Okay. Zaubererbeinwickel. Okay. Ah ja, ich wusste nicht, dass Zauberer hauptsächlich Beinwickel benutzen als Hosen. Komme ich hier höher? Ja, anscheinend nicht. Es könnte natürlich sein, dass es irgendwo noch einen Eingang zu dem Turm gibt. Dass ich da drüben an den Loot komme und dann da übers Dach irgendwie darüber komme. Ja, jetzt vorerst hoffe ich, dass das auch der Weg war, den ich gegangen war. Als ich diesen Teleport entdeckt hatte. Und den würde ich gerne einfach mal benutzen. Ich glaube, das kommt hin. Lass mal gut sein. Und gib mir mal Leben. War ich da runter gehüpft? Da hinten unten war ich, da gab's nichts, dann bin ich panisch hier rüber gerannt. Aua.
Hier geht's weit nach unten. Oh, hi. Aua! Heiliger! Ihr zwei. Ah, da unten könnte halt auch noch was gehen. Dann habe ich hier reingehüpft. Und ziemlich zügig hier drüben wieder raus. Oh, hi. Oh, war ich dann da runter? Nee, oder? Ah, ich bin hier rüber. Genau, und dann da runter. Aber dann war ich doch wieder an dem Punkt, oder? Hier bin ich doch dann wieder am Anfang. Schimmersteinkrone von Haus Zwillingsweiß. Aha. Oh. Oh, nicht cool, nicht cool, nicht cool, Leute, nicht so cool, nicht so cool. Wo war dieser Teleport? Da unten ist doch der Haupteingang, wo ich reingekommen bin. Hier ist noch was. Trümmerungskristall. Ach, guck mal. Kenne ich diesen Gang? Ey! What? Oh, da hinten ist aber was. Damit. Oh Mann, ey, der Weg dahin ist voll weit. Ah, der Weg dahin ist ein Stück. Und von dort komme ich, glaube ich, nicht da hoch. Aus der Kirche des Kuckucks, weil das ist hier oben. Komme ich irgendwie darauf? Nee, ne? Ja, nicht so. Hier hatte ich eigentlich relativ genau alles durchsucht.
das ist doch hier eine miese Nummer alles. So, da vorne habe ich alles durchsucht. Da rechts ist frei. Vorne ist frei. Da ging es zum Endboss. Hier links oben war ich. Da hinten geht's durch die Tür. Oder? Doch, hier müsste es ja durch die Tür gehen. Genau. Dann nochmal den Weg. Und mich diesmal nicht von dem Boy killen lassen. Ich würde gerne diese Kiste öffnen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass in der Kiste das ist, was ich brauche. Und wo kommen eigentlich diese Fliegeboys her? Kann ich die irgendwie vorher schon? Ah, die sitzen da oben drauf irgendwo. Ah, da hinten ist der andere. So, jetzt ihr beide. Oder von mir aus auch einer nach dem anderen, ist mir gleich. Du auch noch? Ja. Aua! Wow, 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 wow. Wo bin ich denn jetzt? Weil hier würde ich ja irgendwie gerne unterhalb mal in diesen Turm reinkommen, ne? Aber hier runter springen, da sterbe ich. Kann ich mit Anlauf darüber hüpfen? Bringt mir das was? Komme ich da rein? Probier's. No risk, no fun. Let's go! Yes! Oh oh. Fliege Boys. Gut. Ah, der kommt hier nicht hoch. Sehr gut. Wow, okay, er kommt doch hoch. Heiliger. Ja, ist ja gut. Wie ist er denn jetzt da hochgekommen? Ich kann, glaube ich, nicht so hoch hüpfen. Ist da drüben irgendwas Spannendes? Hier müsste ich halt wieder voll hüpfen und dann komme ich nicht zurück. Deswegen gehe ich erstmal hier lang. Ah ja, guck mal. Oh, hi, grüßt euch. Oh, perfektes Anvisieren wieder. Perfektes Anvisieren vom Spiel hier. Jawoll, geilo.
Madigo, das macht ja so viel Spaß. Ab nach oben. Oh Mann. Lol. Einer ist runtergefallen. Vom anderen runtergeschubst worden. Vollmond Armbrust. Okay. Weiß ich jetzt nicht. Das ist wild hier. So, und jetzt will ich eigentlich wieder darüber, damit ich mir da drüben noch den Turm anschauen kann. Das heißt, ich muss einmal hier rum, dann hier mit Anlauf und alle hopp. Jawohl. Und nochmal mit Anlauf. Wupp. Jawohl. Und dann da rein. Okay. Ich suche mehr oder weniger, Miku. Ich suche. Schimmerkrone von Haus Lazuli. Keine Ahnung, wo ich hier unten rauskomme, ne? Was suchst du gerade? Ach so. Lol. Ah, hier komme ich raus. Okay. Ich bin auf der Suche nach dem Schlüssel für die Kiste bei der Gender-Tussi. Bei der Hexe. Weil ich denke, dass dort vielleicht der Gegenstand ist, der auf das Podest im Turm gehört. Magischer Schwertschlüssel. Könnte der die Truhe öffnen? Vielleicht. Einen magischen Schwertschlüssel habe ich, glaube ich, noch nicht probiert. Und dann hatte ich irgendwo noch ein Portal gesehen. Das suche ich auch gerade. Oh no, 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 no. Nicht cool, nicht cool. Oh Gott, gar nicht cool. Oh Gott. Das ist nicht geil. Was hier gerade passiert, ist nicht cool. Okay, wichtig. Wichtig. Das war gut. Wichtig. Nice. Irgendwo wird, glaube ich, noch so ein Fliegeboy rum. Wenn ich Hinweise will, sage ich explizit Bescheid. Ja, ich meine, es hängt auch immer so ein bisschen an euch. Bei Elden Ring sehe ich es wirklich nicht so schlimm, wenn ihr keinen Bock mehr habt, mir zuzuschauen, wie ich blöd durch die Gegend irre. Dann dürft ihr mir da gerne auch Hinweise geben. Wie gesagt, es hängt auch ein bisschen an euch jetzt. Ah, no way! Och, Mann!
Bande, da hinten wollte ich hin. Das ist ärgerlich. Das ist voll der komplizierte Weg dahin. Also nee, untenrum ist besser. Untenrum ist besser. So. Gib mir mal mein Leben zurück. Das ist auch ein Satz. Der Gib mir mein Leben zurück. Da gibt es den Leiter zum Runterkicken. Ja, cool. Danke für diesen Hinweis. Das ist sehr lieb. Oh oh. Nee, also gerade bei Elden Ring ist es auch so, da gibt es einfach so viel. Ich denke, wenn da mal ab und zu ein kleiner Hinweis kommt oder so, alles easy. Alles easy. Oh, das ist okay. Da muss ich mal gucken, ob ich die... Die habe ich nicht gesehen. Weil dann komme ich ja von dem anderen Ding dahin. Dann muss ich nicht immer diesen ewigen Weg laufen. Jetzt versuche ich nochmal an dem vorbeizurennen. An der ganzen Nummer hier. Ich glaube, nee, hier will ich gar nicht hin. Eigentlich will ich hier nicht hin. Egal, jetzt muss ich. Ey! Ich glaube, hier will ich eigentlich hin. Nee, Quatsch. Da will ich hin. Dann will ich da hin. Da kann ich auch auf die andere Seite gehen. Dann spare ich mir den Speertypen, der dort auch ist. So, und hier gibt es eine Leiter zum Runterkicken. Jetzt muss ich mal suchen kurz. So, erstmal die Leute bekämpfen, die jetzt hinter mir her sind und mit den Frame Drops kämpfen. Keine hinter mir her? Kommst du? Wichtig. So, Leiter. Ah, da! Oh mein Gott, Dankeschön. Super wichtig. No, Alter, der ist ja heftig. Was ist das für einer? Steht da so ein Random Boy, der mit einer Gatling-Armbrust rumballert? Alter Schwede. Okay, jetzt muss ich nur... Das müsste das hier sein, oder? Nee. Das hier. Ah, okay.
Oh, Leute, Leute, Leute. Okay. Nope. Oh, hey, yay, yay, yay. Noch ein Beyblade am Start. Puh, okay, let's go. Ah, die hätte ich vorhin auch sehen können, die Leiter. Da war ich einfach blind und es ist einfach... Okay. Alter, dass er da trifft. Oh no, 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 no. No. Ja. Gut. Okay, was geht hier? Azurner Schimmersteinstab. Mist. Okay. Ich glaube, ich habe die gesamte Akademie abgegrast. Ich wüsste gerade nicht... ob es hier noch irgendwas gibt. Ich glaube nicht. Ich glaube, hier gibt es nichts mehr. Jetzt bin ich ein bisschen aufgeschmissen, wie ich in diesen Turm reinkomme. Aber wisst ihr, auf was ich Bock habe? Auf einen kleinen Bosskampf. Auf einen kleinen Bosskampf. Das heißt, wir gehen jetzt zu einem kleinen Boss, den ich vielleicht parieren kann. Mal gucken. Ah, warte, er sagt ja was. Was sagt er nochmal? Irgendwas mit Sternen. Oh, Himmelskugel an die Nachwelt weitergegeben, die Weisheit des Mondes und der Sterne. Und für immer verschleiert seien die Sünden der Prinzessin. Himmelskugel. Das gehört auf dieses Podest, ja. Davon gehe ich aus. Trotzdem, vielleicht ist es auch gar kein Bosskampf, aber ich glaube, es müsste eine Arena sein, wo ich jetzt hinreite. Bin natürlich auch irgendwie ein bisschen dumm, da jetzt mit 14.000 Seelen hinzureiten, ne? Ah ne, guck mal, es ist der Aufzug. Ha.
Oh, Hilfe! Oh mein Gott! Okay. Jetzt sind's 14.000 Seelen. Was für ein wildes Geräusch. Jetzt geht's erstmal in den Keller. Da unten müsste ja eine Gnade sein. Ich hoffe es, dass das genauso wie bei dem anderen Aufzug direkt nebenan ist. Jawohl, perfekt. Wir sind Ameisen. Und so tief ging es gar nicht runter. Einsel. Nicht eher Ameise? Okay. Schaue ich mich jetzt hier unten um? Da sitzt eine. Aber es scheint sie nicht zu stören, dass ich hier durch will. Magiefett. Keine Hülle unterm Wasserfall. Stört es dich jetzt? Nö. Dann stört euch fünf das ja hoffentlich auch nicht, wenn ich hier einfach durchlaufe. Ah, okay. Nee, dich stört's. Okay. Hi. Oh. Du bist ein One-Hit. Okay. Na gut, so krass scheint ihr nicht zu sein. Ich hatte mehr Angst vor euch, als ich hätte haben müssen. Was lacht hier? Oh, hi. Ach, diese Attacke meines Schwertes ist einfach ein Segen. Oh, oh Gott. Oh Mann, ey, erschrecke ich mich vor kaputtgehenden Knochen wegen der Musik hier und alles. Hier alles so subtil gruselig ist. Enge Gänge. Warum bin ich hier unten?
Warum gehe ich tiefer rein? Oh Gott, du bist die Königin. Ich will gar nichts von dir. Guck mich hier nur um. Oh. Ul-Palastruinen. Okay. Ah, da unten sind wieder die Versteinerten. Miedestein. Himmelstau. Oh, wait. Ist es das? Oh mein Gott, habe ich es einfach echt gefunden. Ich weiß es nicht. Aber ich laufe hier jetzt mal kurz vorbei. Um hier Hallo zu sagen. Hallo. Habe ich schon irgendwie auf... Wow, wow, okay. Was bist du denn? Oh, Leute. Und hier ist einfach der Händler. Hey, Karte! Nice. Hier sitzt einfach der Händler im Dunkeln unter der Erde irgendwo. Wer da? Ja, ich. Ja, das ist schon ein Weilchen, glaube ich. Ist irgendwas? Ne, Himmelstau hat er auch für die Absolution in der Kirche der Gelübde. Für die Absolution. Kirche der Gelübde. Ha, keine Ahnung, wo das sein soll. Wer verkauft einem so Gegenstände, die man random in der Welt finden kann, um dann manche Sachen, also falls man die Gegenstände nicht gefunden hat, da trotzdem weiterzukommen. Aber hier scheint es nicht weiterzugehen. Da ist eine Gnade. Nice. Okay. Einmal kurz auf die Map schauen hier unten jetzt. Okay, hier drin war ich gerade. Da ist der Aufzug. Dahin bin ich gelaufen. Dann bin ich hier runter. Nee, dann bin ich hier lang. Und da rein. Das heißt, hier weiter komme ich nochmal in ein anderes Gebiet. Dann schauen wir doch mal. Kann ich hier einfach... Ist das begehbares Wasser? Ja. Ah.
Rote Ameisen. Finde ich jetzt nicht so geil, ehrlich gesagt. Okay. Den lila Loot will ich haben. Sorry, Jungs. Warte kurz. Talisman. Okay. Was seid ihr denn? Oh nein, ihr seid so Fluchgeckos. Fluchgeckos. Scheiße. Warum gibt's euch hier? Geht weg. Was ist hier los? Was ist das hier alles? Nee, ich bin ganz woanders hingelaufen. Wollte nicht hierher. Aber nice. Oh mein Gott. Also raus und dann links halten. Was beschützt du? Seife. Ja, perfekt. Ich habe mich schon länger nicht mehr gewaschen. Oh, nicht cool. Nicht cool. Ich will doch gar nichts von euch Ameisen. Lass euch in Ruhe. Alles gut. Ich bin nur auf der Durchreise. Schmolzener Pilz. Ich bin gespannt, wo ich hier lande. Hier ist alles so dunkel, ne? Und diese unterschwellig gruselige Musik, das treibt mich in den Wahnsinn. Es ist für mich gerade, ich bin auf Hochspannung. Was ist das hier? Oh Gott, okay. Was bist du denn? Drachenblutsoldat von Noxtella. Darf ich... Ich würde dir gerne... ein paar in die Beine geben. So nämlich. Huch. Müssen es doch die Hände sein. Autsch, das tat weh. Okay, sowas kannst du auch. Uff. Hey, come on. Du hast ein blödes Timing, Kollege. Du hast ein saublödes Timing. Deine Beine immer im falschen Moment wegziehen hier. Ah. Okay. Jetzt fliegen wir. Jetzt fliegen wir. Holy Guacamole. Nee. Was zum... Ach, hör auf. Nee, nicht brutzeln. Nicht brutzeln. Nicht frosten.
Scheiße. Du bist so eine Kackbratze. Was kannst du eigentlich? Ich hab den fast beim ersten Versuch gerade gemacht, ey. Schweinerei. Werde ich hier diffamiert, ey. Ich glaube, so nennt man das. So, der frostet mich. Ach komm. Das gibt's doch nicht. Jetzt wollte ich zu viel. Oh Mann, ey. Ey, aber es ist schön, dass ihr noch am Start seid. Ein Lebenszeichen aus dem Chat. Noch lauter. Ja, das ist halt während dem Spiel, habe ich es nicht getestet. Ich habe es bisher ohne Spiel getestet, ne? Und dann, okay, was kann ich hiergegen tun? Ich bin hier im Wasser. Und er brutzelt das ganze Wasser weg. Kann ich mich hier draufstellen? Hilft das? Oh ja, das hilft. Anscheinend. Wow, okay. Das war unerwartet. Scheiße. Fluch. Shitty. Nice. Wichtig. Ja, nice, oder? Ja, ja, nein, ja, vielleicht? Ja. Läuft. Ja, danke schön. Danke, danke, danke. Gigi, danke schön. Oh, eine große Schatztruhe und ein goldener Gegenstand. Große Geistertallilie. Ich habe noch nicht eine davon benutzt, ne? Okay, wait, ich war jetzt nur in diesem Bereich. Hier ist noch viel mehr dahinter. Da oben.
Ah, eine Gnade. Nice. Okay, das ist die Brücke, die da hoch, die da oben entlang geht. Hier rüber. Ob ich hier rüber komme, weiß ich nicht. Aber hier sieht es so aus, als wenn ich hier vielleicht da reinkomme. Also es könnte natürlich sein, dass es mir hier über mir irgendwo einen Weg gibt, aber den sehe ich jetzt im ersten Moment nicht. Hier drüben vielleicht noch. Aber das sieht auch so aus, als würde es eigentlich eher nach oben gehen. Also jetzt könnte ich hier runterfallen, nach Süden. Als wäre das der Teil hier höher als der, aber so sieht es nur aus. Ich weiß ja nicht. Mal gucken. Schau ich mir mal an. Und hier ist ja auch noch dieses andere Wesen, aber da komme ich nicht hin. Also, hoppala. Hätte ich jetzt jedenfalls im ersten Moment nicht gesehen, dass ich hier nach oben komme, um dieses Ding da oben zu bekämpfen. Ja, dann muss ich da die Ebene höher kommen. Also ich renne mal hier rüber. Ach, ich darf ja nicht auf die Map schauen, wenn ich... Kann ich hier durch den Wasserfall durch? Nope. Kein Schatz hinterm Wasserfall. Ja, okay. Hallo Jungs. Aua! Goldtausendfüßler. Ich glaube, ich will eigentlich da oben hin, oder? Ha. Kann ich... Hallo, ich stehe hier super safe, danke. Okay. Hier bin ich nicht hochgekommen und hier bin ich nur nach unten zu dem gekommen. Was soll das denn jetzt? Hallo, keiner kann mich hier treffen, keiner kann mich hier angreifen. Lass mich reisen, bitte. Dämliches Spiel. Also nein, es ist ein cooles Spiel, es macht wahnsinnig viel Spaß und... Auch das Erforschen ist richtig geil, aber also in manchen Situationen denkt man sich schon, muss das jetzt so sein? Wirklich? Also, nee, Unterwelt, hier habe ich eigentlich nicht so viel Lust drauf, ehrlich gesagt. Da muss ich zu einem anderen Zeitpunkt noch hinschauen. Ich setze mir hier einen Marker drauf, dass ich hier noch nicht fertig bin in der Unterwelt. Jetzt ist hier noch so eine Höhle. Wait. Sieht genauso aus wie das hier.
Und hier war ja das Portal, das mich zu diesem... zu diesem Untotenfresser geführt hat. Ah, hier ist das Ding. Da will ich hin. Dann mal die Map hier aufdecken. Mach ich das jetzt? Also ich schau mal kurz. Aber ich glaube Leersaal. Ich glaube nicht, dass ich irgendeinen Gegenstand gefunden habe, den ich jetzt dort verwenden könnte. Etwas gehört auf dieses Podest. Ja, okay. Cool. Verstärkt ruhmreiche Asche auf 10. Verstärkt Asche auf 1. Wait. Asche. Ach so, oh mein Gott. Das heißt, ja, okay. Wow. Benutze ich eh nicht. Ich glaube, dann wird's langweilig, ehrlich gesagt. Ich denke, die Aschen würden mir das Spiel ein bisschen langweilig machen. Also gerade die Bosskämpfe würden für mich. Entsiegelt ein Entsendungstor. Und ich soll nach Osten, zum Baum. Und hier im Westen gibt's auch noch irgendwas. Aber der Baum ist ja hier oben irgendwo, ne? Das heißt, eigentlich wäre jetzt der logische Weg hier rechts weiter Richtung Baum. Aber ich will mir auf jeden Fall die Karte hier angucken. Boah, so viel zu tun, so viel zu entdecken. Gibt's hier nicht noch so ein paar so Gefängnisse? Da habe ich noch gar keine gefunden hier im Seenland. Warte mal, war ich hier oben schon? Glaube nicht. Bin relativ zügig hier durch, weil ich zum Baum wollte. Weil ihr mir gesagt habt, ich müsste eine Krankheit heilen. Und Arznei hilft dagegen. Ah. Super. Oh Mann, ey. So was Doofes. Ah, guck mal, da ist doch eine Kirche. Dafür habe ich doch dieses Ding gefunden wahrscheinlich, ne? Schau mal einer an. Ah ne, das ist... Ey, lol, ich habe gerade die Akademie dahinter gesehen. Dachte, ich gehe hier gerade auf irgendeine Kirche zu. Ah.
Doch, Kirche der Gelübde. Guck mal, das ist sogar die richtige. Ich bin am... Cool. Okay, dann habe ich schon das gefunden. Hey! Nee, warte mal. Bevor ich jetzt hier irgendeine Kiste aufmache, ne? Büßen. Eine Schildkröte. Eine Papstschildkröte. Steward of this sacred chamber. My apologies for the unseemly state of affairs. Anschickliche Zustände? Nee. How it came to be known as the Church of Vows? Nee. Ich weiß es nicht. That is a shame. But who can blame you? The shattering has caused us, all of us, to lose sight of something very dear. It is here. At the Church of Vows, that the great houses of the Earth Tree and the Moon were joined by the matrimonial bond between red-haired Radagon and Renala of the Full Moon. Rothaarige Radagon. And so our church holds in view the monuments of both houses, the Earth Tree of the Capital and the Academy of Rhea Lucaria. What? Für was sollte ich büßen? Ich habe doch nichts getan. Ihr braucht keine Absolution. Ja, guck mal. Gib mir deinen Loot. Goldene Nähnadel. Goldene Schneider. Schneidereiwerkzeuge. Ha. Das ist ein Schlüssel. Für die Gewänder der Halbgötter. Möglich das Ändern von Kleidung für Halbgötter an Orten der Gnade. Ah. Aha. Gut, haben wir die Kirche der Gnade auch gefunden. Ja, jetzt ist wild. Ja. Ich denke, beim nächsten Mal wird's ein bisschen erforscht oder so. Da, hier ist noch ein bisschen was Rundes. Wobei diese Gefängnisse, glaube ich, größer waren. Oh doch, das könnte ein sein. Oder ist es nochmal ein... Oh, warte mal. Ah, weiß ich nicht. Doch, könnte sein. Dass das hier nochmal ein Aufzug nach unten ist. Könnte gut sein. Dass ich von dort dann... ins andere Gebiet kommen. In den Teil hier oben. Möglich. Also. Hierhin. Dahin. Dahin. Das ist der Plan. Und dieser wird in der nächsten Folge ausgeführt. Twitch, bleibt dran, es geht gleich weiter. YouTube, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.